Hallo liebe Pokerfreunde, Ubito wieder hier und die Mimi Schröder hat gefragt, ob ich meinen Freundescode mal zeige. Das kann ich gerne auf jeden Fall machen. Muss erstmal immer gucken, selber wo meiner steht. Genau, hier ist er. Wer mich adden möchte, kann mich adden. Ich sag aber gleich, ich habe nicht mehr so viel Platz auf der Freundesliste, weil ich ja auch Giratina Raids aktuell viele mache. Genau. So, das sollte reichen mit dem Freundescode. Dann machen wir mit dem Q&A weiter. Dann hat mich der liebe Tengulis gefragt, wie es mir zurzeit geht. Ich würde sagen, mir geht es ganz okay zurzeit. Es ist halt auf und ab, auf und ab. Es gibt Tage, wo es mir schlecht geht. Es gibt Tage, wo es mir eigentlich recht gut geht. Ja, wie es halt mit Depressionen ist. Also für die, die es nicht wissen, ja, ich leide unter Depressionen. Hat seine verschiedenen Gründe. Ja, wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Mit wem machen wir denn weiter? Ich gucke gerade. Ah ja, der liebe Bo fragt, was ich mir in Zukunft bei PvP, abgesehen von den Servern natürlich, für Features oder Änderungen wünschen würde. Und was ich zum Beispiel geil finden würde, vielleicht meine dritte Attacke, also eine dritte Ladeattacke. Das würde das Spiel echt ziemlich umwerfen. Weil da müsste man gefühlt eigentlich alles schillen. Ja, außer halt zum Beispiel bei Bisaflor. Ich weiß gar nicht, was Bisaflor alles kann. Aber sagen wir mal, Panzer Eron hätte Sturzflug, Himmelsfeger und Lichtkanonen. Melmetal zum Beispiel hätte Donnerblitz, Steinhagel und Kraftkoloss oder die Lichtkanone. Wahrscheinlich eher die Lichtkanone wegen Sechien. Da würde ich den Donnerblitz zum Beispiel nicht nehmen. Der liebe Kai hätte Donner, Surfer und Blizzard. Dialga wäre auch wild mit Drakomethor, Eisenschädel und Donner. Ho-Oh mit Solarstrahl. Groudon mit Solarstrahl noch zusätzlich. Also, das kann echt, echt wild sein, ne? Also das wäre zum Beispiel ein cooles Feature oder was für die Zukunft. Ja, bessere Server wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ja, und vielleicht, dass die Wechseluhr mal wieder auf 30 Sekunden geht. Das war eigentlich echt lustig und hat auch Spaß gemacht, dass das mit dem wilden Hin- und Hergewechsel, das war echt cool. Würde ich mir schon irgendwo wünschen. So, dann fragt mich der liebe Madrid 007. Welche meine Lieblingsliga ist in PvP. Und ganz klar muss ich sagen, mittlerweile ist es ganz klar für mich Meisterliga. Weil Superliga extrem random, man kann sich auf nichts einstellen und ja, es ist kreuz und quer. Hyperliga ist extrem XL-lastig geworden. Also wenn man da kein XL hat, hat man es ziemlich schwer, finde ich. Und ich habe da noch wenig XL. Bin gerade jetzt an meinen Apoqualypt dran. Ja. Dann Drift Zippeli wollte ich. Ich baue erstmal ein gutes Galar-Flunschlick. Normales Flunschlick könnte ich XL pushen. Wäre auch mal eine Option für die, sagt schon, für die Hyperliga. Was hätte ich noch? Ja, ich bräuchte ein gutes Gefährt. Nach Tara habe ich schon fertig. Ja. Ja, das war es eigentlich erstmal so mit der Meister. Ja, wir waren eigentlich bei der Meisterliga und ich komme hier mit Hyperliga an und so. Aber ist auch egal. Und zum Schluss der Kevin Pohl. Der hat sogar zwei Fragen gestellt. Ich beantworte natürlich auch beide Fragen. Was war denn dein Anreiz, Pokémon-PvP-Videos hochzuladen? Also die ersten PvP-Videos, die ich gesehen habe von Pokémon Go, waren wirklich Schilling und vom lieben Uzello.
Dann kam der liebe Logok und der Lando dazu und der Yoda. Und ja, ich war so begeistert halt von Erzählen und den Kämpfen und so, dass ich selber halt angefangen habe, PvP zu spielen. Also durchgängig und hatte auch dann halt Lust, Videos zu machen, um auch, mit ich eine Aufgabe quasi auch habe gegen die Depression und so. Und das hilft mir auch extrem weiter, muss ich sagen. Eure sehr schönen Kommentare und so, die geben einen echt schon Kraft. Das wirkt echt, bewirkt echt viel schon. Und deswegen mache ich das auch gerne, gerne weiter. Und mir macht das auch immer mehr Spaß. So, umso weiter der Kanal auch wächst. Ich habe zwar in Anführungsstrichen nur 200 Abos, kann mich lange nicht mit Rigi Bang oder Schilling oder Usello oder Yoda oder und so weiter messen. Ja, aber trotzdem, ich mache es ja auch nicht so unbedingt wegen Abos und wegen Geld und so, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Ja gut, das war's lau mit den Fragen. Noch eine andere Sache. Guckt mal bei den lieben Shadow 3 vorbei und Garados in a Host. Die beiden sind recht neu bei YouTube, glaube ich. Also Shadow ist, glaube ich, ein bisschen länger, aber der Garados ist erst seit kurzem dabei. Machen aber auch beide sehr gute Videos. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Oder könnt mal reinschauen. Müssen gar nichts. Aber jetzt kommen wir zu den Kämpfen. Und zwar in der Superliga hat mir der liebe Madrid 007 vorgeschlagen, das Team. Ich bin mit ihm bei Telegram gut im Kontakt. Liebe Grüße gehen raus an ihn. Mit Flunschlick, Bisaflor und Pilipper als Safe-Switch. Weil die wenigsten haben eine Antwort auf Pilipper, hat er gesagt. Also so eine direkte, brutale Bestrafung. Außer halt Voltula wäre halt extrem Bestrafung, aber ja. Ihr wisst ja, wie ich es meine. So, erster Fight. Kampf beginnt, hoffentlich. Wenn die Server mitspielen. Gegen China 3831. Man sieht keine Punkte. Flunschlägt gegen Altaria. Das ist super. Das ist perfekt. Was kommt da rein? Hypno. Da kann ich drin bleiben, ne? Ja, mach. Auch wenn es der Feuerschlag ist, den halte ich aus. Der macht schon Schaden. Habe ich. Ja, Erdbeben habe ich schon eingeloggt. Da wird der Feuerschlag Donnerschlag haben. Und der schildert direkt, okay. War das jetzt ein Gleichstand? Ich mache wieder Erdbeben. Mir egal. Und der schildert nochmal, dann gehe ich jetzt raus. Und schilde jetzt definitiv einmal. Krass, dass er da zweimal schildert. Ja, Donnerschlag war mir klar. Okay. Aber Hypno wird noch zum Problem. Machen wir hier den lieben Orkan. Oh, leider nicht alle Bubbles getroffen. Ah, er drückt schon. Ah, das wird aber wahrscheinlich hier nicht reichen. Ah, ich zwinge ihn zum Einsetzen, ne? Jo. Versuchen wir mal einen Farm Down. Ja, jetzt investiere ich mal mein Schild. Flunschlick mit Energie kann nie schaden. So, was kommt rein? So, eine Sofortattacke gemacht.
So, was kommt rein? Ricky Steele, okay. Dann machen wir einmal Erdbeben. Und rüber da einfach. Muss nur zur Flore kommen. Das sollte eigentlich an sich gewonnen sein, oder? Geht jetzt auf Lichtkanone. Ja, er braucht aber noch eine. Und da gibt er auf. Perfekt. Na gut, dass ich mit Flunschlick noch zu Erdbeben gekommen bin. Das hat sich ausgezahlt. Ja, bisher ganz gut. Auch wenn ich selber das quasi nicht so optimal gespielt habe, muss ich sagen, ich hätte gleich da in Pilipa gehen sollen. Aber bei Hypno, da habe ich die Konfusion resistiert. Und deswegen bin ich da lieber drin geblieben. Und dass er auch zweimal geschildert hat, fand ich echt krass. Ich hätte auch locker hinterher schilden können. Locker und flockig durch die Haus. So. Aber bisher finde ich das Team gut. Hätte ich nur besser spielen müssen. Oh, man sieht Punkte. Flunschlick gegen Meditales. Ja, da gehe ich. Oh Gott, wo habe ich mein Pilipa da? Pilipa! Okay, das ist aber gar nicht so schlimm. Das Ding hier rauslocken. So. Okay. Es macht weniger Schaden, als ich gedacht habe. Ja, okay, Meteorologe wurde auch abgeschwächt, ne? Aber eigentlich müsste ich noch zu einem kommen, ne? Oh, du setzt ein. Perfekt. Na dann. Da mache ich jetzt den Farmdown des Lebens. Flammenwurf halte ich aus. Ja, ich nehme noch kein Schild. Ja. Jetzt setze ich einmal Steinhagel ein. Um sicherzustellen, dass er keinen Flammenwurf mehr erreicht. Genau. Ach, jetzt. Okay. So, das wird jetzt haarig. Aber ich bleib da erstmal drin. Das geht in Ordnung. Ja, ich werde nicht schilden. Ich brauche Bisaflor. Ich brauche Herr Bisaflor. Zack. Jetzt haben wir Lex. Das ist gut für mich, hoffe ich. Hallo? Okay. Ich pokere. Okay, Eissieb, schade. Ich wollte eigentlich auf Steigerungssieb pokern. Boah, die Konter machen ja schon ganz schön viel, wa? Okay, das verliere ich jetzt. Ich hatte aber auch leider kein normales Bisaflor. Ich habe nur das Krypto-Bisaflor mit Flora-Statue. Ja, das hätte ich schilden müssen. Das macht ja richtig Schaden, okay. Ja, okay, es ist Superliga. Da hält dieser Floor leider nicht so viel aus. Ja. Ich glaube, er spielt das nämlich mit einem shiny normalen dieser Floor. Ich denke, das ist für die Superliga auch besser. Okay. Fliege, geh weg. Hau ab. Ich gehe in Pilipa. Kann nichts rausloggen. Ah, das dürfte nur ein Eisstrahl sein. Auch ein Knuller überlebe ich.
Ja, Eisstrahl. So, Orkan. Alle Bubbles treffen diesmal. Ja, der drückt schon, ne? Oh, ich unterschätze immer Feuer, oder? Ich wollte eigentlich Meteorologe noch einsetzen. Dann hätte ich runterfahren können. Ja, aber Himmelsfeger macht hier nichts. Und ich habe immerhin das Altaria rausgeködert. Da hat mein dieser Floor Spaß dann. Ja, das geht aber. Jetzt setzen wir mal ein. So. Noch nicht wechseln. Ich wollte eigentlich zuerst schon wechseln. Zack, Bisaflor. Okay, Doppelflug. Happy Birthday. Dann weiß ich aber, für wen ich meine Schilde behalte. Das könnt ihr aber glauben. Okay, er setzt ein. Perfekt. Ah, ich glaube, das kann ich auch nicht mehr machen. Dafür ist mein Flunschlick schon zu weit unten. Schade, die letzte Flore-Statue hätte ich noch gerne geschafft. Schade, schade, schade. Ah, interessant. Azumare Doppelflug. Ja, ich verliere so oder so. Von daher. Boah, macht ganz schön viel von einem. Das macht echt viel von einem Panzer-Euron tatsächlich. So ein Himmelsträger. Krass. Ah, der liebe Rufus hat auch gerade kommentiert, geh wie Gönnung, 1,5 Stunden Video. Hat er geschrieben. Auf jeden Fall Ehre an den lieben Rufus auch. Der macht auch tolle Videos. Könnt auch bei dem lieben Rufus vorbeischauen. Oh, Beuteros, danke für die schöne Führung. Oh Gott. Ich hätte in mein eigenes Gitterflor gehen sollen, oder? Na, ja, jetzt muss ich chillen. Ah, was mache ich denn? Ich hätte einfach in mein eigenes Bisaflor gehen sollen. Ich dämmel. So, Meteorologe kommt. Vielleicht gehe ich auch ein Schild. Nein. Ah, jetzt. Wenn er jetzt schildert, dann kann ich gleich runterfahren. Nein, er schildert nicht. Schön. Problem ist, ja, ich hätte wahrscheinlich mein eigenes Bisaflor gehen sollen. Da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Aber vielleicht hat er ein Wasser-Pokémon noch hinten. So, er setzt die Ladeattacke ein. Kann er machen. Oh, was sind das hier für Teams? Aber Moment, du hast eigentlich nichts Effektives, ne? Dann gehen wir hier auf die Matschbombe. Ködert er mit der Florestatue? Das ist die Frage. Nein, tut er nicht.
Es ist zwar die Flore-Statue, aber ich brauche ein bisschen Schaden auf das Viech. Und vielleicht kriege ich ein Schild. Ja. Leider kriegt er Farm. Ja, auch das verliere ich leider. Was sind das für Team? Boltrus Doppelpflanzer, hallo? Was geht denn ab? Ja, und Flore-Statue nimmt mich fast raus. Ja. Ja, Beuteros kann mich jetzt runterfahren. Ach, ich hasse es. Ja. Boltrus Doppelpflanze, ich werd welk. Ja, leider hat er mich dann runterfahren können. Ah, bisher komme ich selber mit dem Team noch nicht so gut zurecht. Wieder Boltrus. Bitte, bitte keine Pflanze. Okay, hier muss ich drin bleiben. Och Mann, Server. Ja, hallo? Ja, irgendwo ist richtig Mucke am Laufen. Ja, ich muss hier reinschilden. Okay, kein Schild. So. Jetzt schildert er, okay. Ja, ich schilde nochmal. Ich schilde jetzt nochmal. Du hast keine Attacke untergebracht. Perfekt. So. Hier opfere ich einfach meinen Pilipa. Meteorolo kommt. Und du schildest das. Das ist gut. Wundert mich eigentlich, dass du nicht rausgehst. Schmarotzer sollte ich noch überleben. Okay, du gehst auf Rückkehr. Gut, dann warte ich auf die Uhr. Okay, jetzt hier rein. Ach, das ist schwierig. So, ich setze hier nochmal ein. Okay, das ist ein Gleichstand. Das ist eigentlich gut. Weil ein Schmarotzer killt mich nicht. So. Ich bin gleich beim Erdbeben. Hab noch ein bisschen dieser Flur. Eigentlich sollte sich das jetzt rausnehmen. Jawohl. Ah, immerhin 2 zu 3 noch gerettet. Das freut mich gerade wie ein Schnitzel. Aber ich will eigentlich Pluspunkte machen. So, und ein Set machen wir noch.
Wir machen ja eigentlich immer zwei Sets in der Regel. Gestern war eine Ausnahme wegen dem 200-Abo-Special. Gegen Satsuki 714. Mit Kürbiskopf. Flunschleck gegen Flunschleck. Das ist wieder so ein Köderspiel. Aber ich selber werde nicht ködern. Schade. Ah ja, da war der erste Quirrer. Du kannst ruhig auf Erdbeeren gehen, das ist mir egal. Oder auch nicht. Ach, verdammt. Ah, die dürfte eigentlich auch schon drücken. Okay, die wird geschildert. Perfekt. Leider kannst du runterfahren, ne? Ach, Mann. Ich muss gucken, ob Pilipia das regeln kann. Okay, du gehst eh nur auf Grasmixer. Kriegst natürlich den Drop. Ist ja klar, ne? Dann gehen wir hier rüber. Du gehst zwar wahrscheinlich eh auf Grasmixer, aber ich fühle jetzt. War ja klar, bitte kein... Och, Mann. Einsteinhagel dürfte ich überleben. Enttäusch mich nicht, Pilipa. Ja. Ich habe zwei Attacken ready. Ach, wie mache ich das jetzt? Noch einmal Energie holen. Einsetzen. Na, der Gegner hat gleich am Anfang geködert. Gleich am Anfang. Aber Flunschlick ist weg. Hier setze ich ein. Oh Gott. Okay, Gleichstand, perfekt. Na toll, aber ich glaube nicht, dass es noch was wird. Und Gegner geht immer auf Grasmixer. Nein, wird nichts mehr dank Meditalis. Wenn ich Ice Heap lebe, kriege ich noch das Erdbeben raus. Okay, es ist ein Steigerungshieb. Da wäre Pilipa jetzt gut gewesen. Ja. Kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Ich muss mit dem Team erstmal warm werden. Und immer diese Köderer. Problem ist, hätte ich geködert, wäre wahrscheinlich kein Schild gekommen. Bei meinem Glück. Ihr kennt's doch. Altaria, perfekte Führung. Finde ich noch besser als Spolterus. Oh, Sumpex, 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 Sumpex. Ich nehme die Attacke. Ist eh nur die Aquahaubitze, genau. Blinde Matschbombe. Richtig blinde Matschbombe. Hallo. Ich will die Matschbombe. Danke. Ah, vielleicht hätte ich da auch in Pilipa gehen sollen. Och, Mann.
Ja, ich hätte die Flore-Statue eh nicht erreicht, aber das ist doch Grütze. So, wir setzen Steinhagel gleich mal ein. Und der Gegner schildert nicht. Und ich werde auch nicht schilden. Und hoffe, dass Pilipa regeln kann. Und wie Pilipa regeln kann. Ein Schmarotzer überstehe ich definitiv so. Ja. Und du musst schilden. Problem ist, jetzt kannst du mit Steigerung Sie bekommen, ne? Ach, ich hasse Irokex. Ich hätte trotzdem schilden müssen. Ja, jetzt kommt eh Steuerungshieb. Wissen wir doch beide. Ja. Och Mann, Irokex. Und ich muss Irokex auch schilden. Wissen wir auch. Ich bin noch gar nicht auf Erdbeben gegangen. Was soll das? Ey, ich bin noch gar nicht auf Erdbeben gegangen. Ja, das war's. Bin zwar nicht auf Erdbeben gegangen, aber okay. Ja, den Steuerungshieb überlebe ich nicht mehr. Danke, Niantic. Also, ich hätte den Schmarotzer schillen müssen. Gut zu wissen. Ich lerne noch mit den Team, Leute. Ich lerne noch. Cresselia, das ist eigentlich auch gut. Oh, ist noch Strauchler an sich? Strauchler sehr mundgeweiht. Und nur Strauchler ist neutral und dürfte. Und du gehst auf mundgeweiht, perfekt. Und er kriegt die Senkung. Wie unwahrscheinlich das ist, einfach, dass er die Senkung kriegt. Mir macht eigentlich eher Sorgen, dass er nicht rausgeht, ne? So, wenn er den nicht schildert, dann kann ich eigentlich immer auf Steinhagel gehen, ne? Hallo? Okay. Das war ein Gleichstand. Ja, den würde ich aber jetzt hier schon gerne schilden. Ein Schrauchler. So. Wir gehen auf Steinhagel. Und das Vieh ist weg. Und ich gehe jetzt einfach in Pilipa raus. Weil vielleicht brauchen wir ja Flunschlick noch. Okay, du gehst auf Knuller, perfekt. So, zack, 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 zack. Okay. Natürlich wird er geschildert. Ah, das ist in Ordnung. Wir lassen die Wechseluhr runterticken.
Vielleicht kann ich ja Flunschlik noch gebrauchen. Boah, nein, ich hätte Pilipper gebrauchen können. Ah, den Steinhagel musste wenigstens schälen. Genau wie ich das hier schälen muss. Ah, eine Matschbombe wird bestimmt nicht reichen, auch wenn es Krypto ist. Eins, zwei. Oh, schade, die kam noch an. Ah, du hast keine. Ja. Und wieder vergeigis. Und wieder vergeigis. Aber das gibt's doch nicht. Ich gehe immer in das falsche Pokémon. Ja, ich hätte Flunschlik einfach drauf gehen lassen sollen. Demnächst mache ich das auch so. Wird schon wieder kein positives Set. Und Azumarill. So, Erdbeben kommt. Schild ist da, perfekt. Dann schilde ich jetzt auch den Eisstrahl, super. Ah, ich komme noch mal zum Erdbeben. Genau. Ich bin noch rübergegangen, Mensch. Und er geht wieder auf Eisstrahl. Happy Birthday. Dann kann ich nicht in dieser Floor gehen. Also, ob es geschildert wird? Nein. Okay, und es kommt wieder der Eisstrahl. Ach, du hast Strauchler, ne? Wo kommen diese Cresselia-Viecher her? Wo kommen diese Drecksviecher her? Oh, ich hätte in dieser Floor gemusst. Ah! So, Meteorologe kommt. Dann hast du auch noch einen Konter wahrscheinlich gegen Bisaflor und so. So, das war ein Gleichstand. Nee, war's nicht. Ja, den überlebe ich bestimmt nicht. Hallo? Ja doch, aber du kannst runterfahren. Das heißt, ich opfer hier ihn. Mach meinen Steinhagel noch. Und jetzt. Ja, Altaria, Happy Birthday. Da hätte ich Flunschlick gebraucht. Und das meine ich an der Superliga. Es ist so random. Das kann sich keiner ausdenken. Und da kann er mich sogar runterfahren, weil Flunschlick so low war. Ist schwierig zu spielen, das Spiel, das Team, finde ich. Und das Problem ist, Bisaflor hält nicht viel aus in Krypto. Aber auch so gar nicht.
Ich habe keinen Bock, in mein anderes Bisaflor eine Top-Lade-TM. So. Hier köder ich mal. Oh, Köder hat geklappt. So, ich habe auch die Attacke gekriegt, deswegen schäle ich hinterher. Und er geht direkt auf Erdbeben. Perfekt. Und er kommt mit Pilipa. Ich könnte reiern. Er fängt das Erdbeben perfekt ab. So. Es kann kein Gleichstand gewesen sein, ne? Ich schilde nicht, auch wenn es Orkan ist. Nein, ist nur Meteorologe, perfekt. So. Das sieht jetzt schon mal besser aus, die Ausgangslage. Gehe ich auf Meteorologe? Ich denke schon. So. Schädigt das. Ich wollte eigentlich schön. Ja, ich hätte es schön sollen. Ich hätte es einfach schön sollen. Und jetzt verliere ich wegen Tropius hinten. Ja, du kannst mich einfach runterfahren. Ey, es ist zum Kotzen. Ich glaube, das waren 5-0, ne? Okay, ich komme selber mit dem Team irgendwie gar nicht zurecht. 0 zu 5, ja. Boah, das tat weh. Nein, ich werde was anderes nehmen. Aber für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.